Heute ist der 1. August und heute startet mein Vlog. Hi und herzlich. Einen Moment. Besser. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, heute ist der 1. August und heute startet mein Vlog. Aber bevor ich genau darauf eingehen kann, warum ich das Ganze mache, müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Als erstes brauche ich eine neue Speicherkarte. Oh no! Okay, müssen wir wohl U-Bahn fahren. Da sind wir dabei. Das ist das echte Berlin. Nicht der Hipster-Shit. Genau das ist das echte Berlin. Yep, die werden nur noch stiefmütterlich behandelt, ha? Seit es die E-Roller gibt. Nee. Moment. Schon besser. Okay, das ist immer noch draufsichtig, untersichtig. Aber ich glaube, so geht das. Ah, gut. Also, by the way, Speicherkarte besorgt. Als erstes packen wir die rein. Und habt ihr fucking gesehen, was da los war auf dem Alexanderplatz? Die fucking Cyborg-Drachen haben die scheiß Stadt übernommen. Ja, zumindest für die Kinder, die es glauben. Ah, coole Aktion, coole Kunst. Trotzdem kein Euro wie hier. Okay, ich packe jetzt die neue Karte rein und dann sehen wir mal, ob das Teil hier funktioniert. Okay, wie soll ich die Scheiße aufkriegen? Sorry. Oh Mann. Okay, das ist schon der erste Piep. Ne? Wie soll ich die Scheiße aufkriegen?
Okay. Karte raus, den Adapter rein. Kamera wieder. Okay, die neue Speicherkarte ist drin. Ich sollte nicht die alte jetzt verlieren. Okay, da ist sie. Alles weg. Wenn die weg ist, dann ist die Hälfte vom Tag weg. Dann habt ihr keine Dinos am Alex gesehen. Kein Ticket kaufen bei der U-Bahn. Nicht den Plattenreifen von meinem Fahrrad gesehen. Das wäre alles weg. Ganz wichtig. Mein Schatz. Okay. Okay, um es vorneweg erstmal zu klären, warum ich die Brille trage, auch wenn ich eindeutig drin sitze. Ich bin noch neu in dieser Sache und ich gucke gerne noch nach da oben. Und ein paar YouTuber, ein paar sind sogar berühmter geworden, haben es vorgemacht. Es ist besser, eine Brille zu tragen und dann kann ich in Ruhe da hochschielen und gucken, ob es scharf ist oder nicht. Wie das Framing ist, wie viel Headspace ich habe, so wie jetzt. Ja, ein bisschen zu viel. Besser, ich könnte aber auch aufrechter sitzen. So, ja, so ist es schon besser. Ja, so kann ich frei nach da oben starren, um das Framing zu überprüfen, gucken, ob die Schärfe noch sitzt. Und ihr habt nicht ständig diesen Effekt. Ich gucke in die Kamera, ich gucke nach oben, ich gucke in die Kamera, ich gucke nach oben, voll behindert. Ich weiß, dass dieses schimmernde Ding voll stören kann, weil ihr seht quasi euch selber, weil ihr die Kamera seht. Ihr seht durch den Objektiv. Jetzt seht ihr das Objektiv. Ich weiß nicht, ist nicht optimal, aber ich habe gerade keine andere Brille. Ich glaube, jede Brille, die ich habe, ist spiegeln. Deswegen ist das jetzt unsere Lösung. Bis ich wahrscheinlich in 3 bis 5 Jahren von Ray-Ban gesponsert werde oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, obwohl die gefallen mir nicht mehr. Okay, okay, wäre gut. Okay, war alles geklärt. Wie ich euch schon gesagt habe, ich mache einen Vlog und wie es dazu gekommen ist, ganz einfach. Ich studiere seit 2018, seit September 2018 an der SAE Filmproduktion und unsere jetzige Aufgabe ist es, eine Dokumentation zu filmen. Und ich dachte mir, hey, das ist genau meine Gelegenheit, um in diesem Vlog-Stil eine Dokumentation zu machen. Nicht um den Look von Casey Neistat zu erreichen, das nicht, sondern eher in der Art, wie es Strange Parts macht. Keine Ahnung, ob ich das sage, aber das ist ein YouTuber, der in Shenzhen, China lebt und dort es sich zur Aufgabe gemacht hat, in ein neueres Modell iPhone ein Headphone-Jack wieder einzubauen. Quasi ein Hack. So, und das hat er dokumentiert. Das ging über mehrere Monate und er hat das dokumentiert und so dokumentiere ich jetzt mein Leben und die Hacks, die ich an mir selber durchführen will. Das ist eine große Baustelle. Eine große Baustelle. Vieles passiert. Und um das Ganze zu verarbeiten, ist, glaube ich, jetzt der richtige Moment gekommen. Ich bin in etwas gelandet, wo ich glücklich bin. Das war schon in meiner Jugend mein Ding eigentlich. Und jetzt ist es das wieder. Ohne Scheiß, ich habe schon als Kind von einer Kiddycam gesessen. So eine Spielzeugkamera, die du an deinen Videorekorder anschließt, die in Schwarz-Weiß aufgenommen hat. Und habe meine eigenen Talkshows moderiert. Ja, ist crazy, aber so easy war es als Kind. Jetzt gerade habe ich versucht, in der wahrscheinlich suboptimalsten Straße überhaupt auf der Straße zu vloggen, das erste Mal. Und das hat nicht so geklappt. Es ist scheiße schwierig. Es ist unglaublich anstrengend, zwei Ernsthaft. Die von euch, die das schon machen. What the fuck? Wann habt ihr die Courage entwickelt? Wann habt ihr euch selbst? Ich meine, das Problem war, dass ich in der Straße war, wo die Dealer-Boys stehen. Und ich glaube, so mit der dritte oder vierte Satz war irgendwas mit Kamera und Takeaway. Und dazwischen noch ein paar afrikanische Wörter in irgendeiner afrikanischen Sprache, die ich nicht verstehe. Aber Kamera und Takeaway, und ich bin der Einzige, der Kamera hat, auf sich selbst zielt, ist beängstigend gewesen. Ich war eh schon etwas eingeschüchtert und dann sagt dann noch einer so, Kamera Takeaway, so hinter mir, ich an ihm vorbeigelaufen und dachte ich so, what the fuck? Okay, ich mache das jetzt erstmal in einem unserer Projekträume, vielleicht ist das auch besser so, um erstmal reinzukommen.
Und genau, das ist der Grund, warum ich klage. Wir sollen eine Doku drehen und ich drehe eine Doku über meine nächsten 2 Monate, wie ich hier mit dem Sport anfange, wieder mit dem Sport anfange. Ich habe gute Erfolge erzielt. Also ich habe, bevor ich hier mit der Uni angefangen habe, das Jahr 2018, im März, habe ich noch 140 Kilo gewogen. Also richtiger Brocken. Bin jetzt schon runter auf 110, aber das ist so, seit ich mit der Schule angefangen habe, ist das so immer so 5 Kilo hoch und runter gegangen, so ein Hin und Her, weil ich mich einfach nicht voll drauf konzentrieren konnte. Aber jetzt in diesem Projekt kann ich das voll machen, denn ich dokumentiere genau das und ich mache das im Vlog-Stil, weil das am nächsten dran ist. Ich spreche direkt mit euch. Ihr könnt mich direkt beobachten, so wie ich selber filme. Und genau das lerne ich ja hier auch, wie ich das filmen soll. Wie ich framen soll, wie ich Geschichten erzählen soll. Ich glaube, der Vlog heute wird noch nicht eine vollständig gute Geschichte sein, weil viele Sachen fehlen zwischendurch. Ist mir schon aufgefallen. Aber ich glaube, wenn ich so ein paar Vlogs gemacht habe, wird das besser werden. Die Herausforderung ist allerdings auch, ich muss das Ganze runterkürzen auf 15 Minuten für einen dokumentarischen Film. Und 2 Monate auf 15 Minuten zu kürzen, wird eine Herausforderung sein. Das heißt, da wird sehr viel Machine Gun Action drin sein, wo einzelne Tage vielleicht nur eine halbe Sekunde oder eine Sekunde Platz finden. Und dann wichtige Momente, wie wenn ich in die Türkei reise, das erste Mal nach 7 Jahren und meine Familie dort sehe. Eine große Veränderung, die dort sein wird. Vieles ist auch da passiert. Das werden wir alle zusammen erleben. Aber erstmal Step by Step. Wir müssen erstmal die einzelnen Baustellen beheben. So wie heute die erste Baustelle, dass ich eine Speicherkarte gebraucht habe und die ist jetzt da, steckt jetzt drin und wir können nach Lust und Laune aufnehmen. Da fällt mir was ein, wie wäre es, wenn ich euch einen super schnellen Run durch die Schule mache und euch einfach mal die Schule hier zeige, die SAE, wo ich studiere. Denn das ist eines der Punkte, wo ich öfters sein werde, wo ich öfters vloggen werde. Und das ist doch nur fair, dass wir auch sehen, wo ich hier rumhänge. Okay, dann würde ich sagen, geht die Tour jetzt direkt von hier aus los. Okay, der erste Tag ist offiziell vorbei. Ich habe mir gerade den Ton angehört. Ich habe wahrscheinlich im schlechtesten Raum, in dem man es machen konnte, aufgenommen, um euch zu erzählen, warum ich vlogge. Aber hey, da müssen wir jetzt durch. Okay, ab nach Hause.